Und so soll das auch sein. Man will zeigen, dass das eine schwache Bewegung ist. Und es ist eine starke Bewegung. Ich möchte hier mich an die Polizei wenden, die mich hier ja hören kann, und möchte sie fragen, auf was sie eigentlich ihren Eid abgelegt haben. Was sagt ihr für Diener des Volkes, die ihr hier in paramilitärischer Formation in Zweierreihen angestiefelt kommt und die Menschen einschüchtert und sie daran hindert, Paragraph 8 in Kraft zu nehmen? Die deutsche Polizei sind Diener eines Staates geworden, der das Wort Demokratie nicht mehr verdient. Liebe Bürger in Uniform, ihr habt auf das Grundgesetz geschworen. Ihr solltet euch umdrehen und die Politiker festnehmen. Und wenn sich neue Parteien gründen, wie Widerstand, Wir 2020, Basis oder Ähnliches, und die treffen sich, dann kommt die Polizei. Das ist Deutschland im Jahr 2021. Liebe Bürger in Uniform, ist bis zum heutigen Tage nicht nachgewiesen. Es gibt einen Fonds von 1 Million Euro. Da stecken wirklich Menschen in den Uniformen, und so wie wir immer mehr werden, werden das immer mehr sein auf dieser Seite der Polizei, die zu uns stehen. Viele können das noch nicht zeigen, weil sie noch in der Angst sind. Mir kann man mittlerweile nichts mehr tun, denn ich bin aus der Angst, mich kann man nicht mehr einschüchtern. Der letzte Weg wäre, dass ich auch zu Bodo nach Afrika gehe oder ja, dass mir irgendein Autounfall passiert. Aber könnt ihr glauben, guckt dahinter, ich fahre sehr vorsichtig, das ist nicht meine Art. Der Bodo hat viel zum Grundgesetz und zur Polizei gesagt. Und wenn einer etwas davon versteht, dann kann ich sagen, das bin ich. Und jedes Wort, was er gesagt hat, ist wahr. Bodo hat ein wichtiges Wort gesagt, das vielleicht untergegangen ist. Er hat etwas von Söldnern gesagt. Und wenn man sich weltweit die Polizeien anguckt, in den einheitlichen Uniformen, mit der gleichen Vorgehensweise, ich sag mal, das trifft nicht auf alle Polizisten zu, aber diejenigen, die gnadenlos Frauen, Kinder und alte Menschen gewaltsam zusammenknüppeln oder ihnen die Arme verbiegen und sie fesseln und widerrechtlich festnehmen und ihre Maßnahmen nicht begründen können und ihren Namen nicht nennen, damit man sich nicht gegen sie rechtlich zur Wehr setzen kann, das sind aus meiner Sicht Söldner. Und wenn sich das herausstellt, es gibt Indizien, noch keine Beweise für mich, Indizien, dass das eine Söldnertruppe ist, dann ist ein Söldner von jedem Menschen und von jedem Soldaten darf der getötet werden. Wir dürfen das nicht mehr zulassen. Die Medien verbreiten Angst ohne Ende. Und wir werden immer mehr. Wie heißt du? Matteo. Wie alt? 8. Und, gefällt es dir hier? Ja, ich bin voll. Warum? Weil hier lauter nette Menschen sind. Was denkst du, warum alle keine, warum alle die Maske aufhaben? Weil sie Angst haben? Ja. Vor was? Vor Corona. Okay. Hast du Angst? Nein. Den Begriff Planned Parenthood. Genau. Der Vater von Bill Gates war der Vorsitzende der Planned Parenthood. Disclaimer. Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden.
Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.